Runde an unserem Stand zum dritten Gesprächskreis zum Thema praktizierte Ökumene. Ihr könnt ruhig noch ein bisschen näher rankommen oder hört ihr da durch den Lautsprecher genug? Okay. Ich darf die Gesprächsteilnehmer der Runde erstmal vorstellen. Wir fangen auf der rechten Seite an. Dieter Wollscheid, Priester in der Apostolischen Gemeinschaft. Er ist 52 Jahre alt, seit Ende der 90er Jahre im priesterlichen Dienst und seit etwa 5 Jahren Vorsteher der Apostolischen Gemeinde in Nürnberg. Dann Thomas Sperling, Gemeindeevangelist aus Gehrden, das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Hannover. Thomas Sperling ist 48 Jahre alt, seit 1998 Vorsteher der Apostolischen Gemeinde in Gehrden. Geh gleich auf die linke Seite, bleib beim Thema Gehrden, darf ganz herzlich begrüßen Pastor Friedrich Strauß, evangelischer Pastor, auch aus der Gemeinde Gehrden, 61 Jahre alt, seit 1988 Pfarrer des Pfarramts. Das Pfarramt Lente-Norten. Und zu meiner Linken sitzt Friedhelm Gräser. Er ist Leiter der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes, 60 Jahre alt, seit 2001 als Apostel gewählt und Apostel gleichzeitig als Gemeindevorsteher, wenn man so will, der einzigen Gemeinde im Saarland. Alle ganz herzlich willkommen. Ich möchte ganz einfach mal hier anfangen, wo wir sind, bevor wir uns den Gemeinden und den Gemeinden vor Ort widmen, was in den Gemeinden passiert vor Ort an Ökumene, wer braucht eigentlich einen ökumenischen Kirchentag und was bedeutet der ökumenische Kirchentag für Sie persönlich? Vielleicht fangen wir gerade links an, Dieter Wollscheid. Ja, zunächst einmal ein Lernfeld. Generell wie die Arbeit in ökumenischen Gremien ist es einfach hier eine Sache, wo man lernt, wo man viele Leute trifft, mit denen man zusammenarbeitet und sich austauschen kann. Für mich ist schon interessant, einfach zu sehen, was sich alles um das Thema Ökumene rankt. Wenn ich durch die Hallen spaziere und wandere, was da so thematisch angeboten wird, ich muss sagen, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich bin sehr neugierig und offen hierher gekommen und bin überwältigt von dem Angebot unter dem Thema Ökumene. Da frage ich gleich nochmal nach, welche Veranstaltungen haben Sie besucht? Wollen Sie noch besuchen? Was nehmen Sie persönlich für Ihre Gemeinden mit? Was hat Sie bis jetzt schon fasziniert, beeindruckt, verblüfft, vielleicht irritiert? Vielleicht gerade nochmal? Ja, zunächst einmal, eine meiner Aufgaben hier ist auf dem Stand der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern, dort einige Stunden Standdienst zu machen und ansonsten gar nichts Festes, sondern einfach mal das Ganze auf mich wirken lassen. Und natürlich Begegnung mit einigen Leuten, denen ich hier über den Weg laufe und die ich aus ökumenischen Aktivitäten her kenne. Bei 3000 Veranstaltungen ist das ja richtig schwer. Schon was gesehen, was besonders irgendwie im Haften geblieben ist? Also was ich ganz gut fand, war heute Morgen in der Halle A1 ist das, glaube ich, wo es um die Kirchenmusik geht, wo gemeinsam geprobt wird für den Abschlussgottesdienst und schon gleich mit einem sehr bekannten Kirchenlied begrüßt zu werden, was einfach animierte zum Mitsingen, mit zum Einstimmen, völlig losgelöst, welche Konfessionen da eigentlich gesungen haben. Dann weiter auch das breite Angebot, für mich auch aus dem Thema tätige Nächstenliebe, hier in den Hallen nebenan, wo also für behinderte Menschen also auch sehr viel angeboten wird und auch immer der Blickpunkt auf Länder gelegt wird, auf Missionsarbeit. Also ich finde das einfach unheimlich interessant. Bruder Gräser, wer braucht einen ökumenischen Kirchentag? Was bedeutet er für Sie persönlich? Also ich muss natürlich sagen, ich bin natürlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ganz kurzfristig eingeladen worden, sodass ich also mich in erster Linie darauf konzentriert habe, hier an diesem Netzwerk was zum Besten zu bringen. Überdies haben wir uns 4 Tage vorgenommen, diesen ökumenischen Kirchentag mal, soweit es uns das zeitlich möglich ist, mal zu durchgehen. Und mein Eindruck ist natürlich der, dass ich also sage, hier ist eigentlich Wirklichkeit geworden, was Jesus Christus vor 2000 Jahren eigentlich schon auf den Weg gebracht hat. Man muss sich heute fragen, ob das alles heute möglich wäre, ohne diesen Grundgedanken, diesen sozialen Grundgedanken, diesen Menschlichkeitsgedanken Jesus, den er auch mitgebracht hat und auf den Weg gebracht hat. Pastor Strauß, was nehmen Sie persönlich mit heute? Was ich heute mitnehme, weiß ich noch nicht, der Tag ist noch lang.
Ich freue mich auf die orthodoxe Vesper heute Abend und das anschließende Konzert. Für mich selber ist dieser Kirchentag, gerade als ökumenischer Kirchentag, so wunderschön. Man sitzt da in einer U-Bahn oder einer S-Bahn mit 100 Menschen zusammen. Einige haben orange Schal, andere nicht. Und man weiß nie, ob da nun evangelisch, katholisch, nur apostolisch oder sonst was ist. Man versteht sich erstmal. Und ob das so nachher hinterher rauskommt, welche Konfession man hat, das ist dann eigentlich auch nicht mehr so interessant. Man hat so viel Gemeinsames zu erzählen, zu erleben. Und das ist für mich dann auch, das muss ich schon sagen, auch kirchenpolitisch ziemlich wichtig. Ich möchte nochmal erinnern, dass wir einen nullten ökumenischen Kirchentag hatten. Das war 1971, das ökumenische Pfingstfest in Augsburg. Ist ja nicht weit von hier. Und dieses Schloss mit einer großen Resolution, nämlich gemeinsames Abendmahl. Da hatten wir den ersten ökumenischen Kirchentag dann 30 Jahre später praktisch. Wir wissen, wie es dann diese Verwerfung gab. Und seitdem ist das ja mit dem Abendmahl eine heiße Diskussion. Und ich merke so, hier ist doch so eine Bewegung, die lässt sich nicht von oben sagen, was gemeinsam zu feiern ist und was nicht. Und da bin ich natürlich wirklich mit breiter Brust dabei. Da sind wir genau beim, bleiben Sie gerade noch mal ein Momentchen dran. Ich sage ja, wir nähern uns von der oberen Ebene nach unten, wo es dann, ich denke mal, richtig spannend wird. Und wir sollten dann auch wirklich in die Praxis dann auch gehen. Wenn man sich so, ich sag mal, mit dem Thema Ökumene beschäftigt, die Zeitung liest, da sind immer wieder Schlagworte von Ökumene des Stillstands, eine Eiszeit, von einer Eiszeit ist die Rede. Hat die Ökumene, der Begriff Ökumene für Sie an Glanz verloren? Teilen Sie diese Einschätzung, die ja auch durchaus prominente Persönlichkeiten Ihrer Kirche immer wieder auch brandmarken und feststellen? Überhaupt nicht. Also wenn ich nach oben gucke, dann ist das also ganz klar, dass es da eine Kirche gibt, die im Augenblick hier an diesem Tisch nicht vertreten ist, die deren Leitung versucht zu bremsen. Das ist also eindeutig. Ne? Und da, wo wir arbeiten, in Gärden und anderswo oder hier, da begegnen uns Menschen, denen macht das gar nicht so viel aus, was da an ökumenischer Eiszeit von oben verordnet ist. Ja, wir in Gärden, das kann man einfach so sagen, wir haben da so ein Wort von so einem komischen Menschen im Kopf, der sagt, ich habe gebetet, dass ihr eins seid. Ja, und dieser Satz, der bringt immer noch Augen zum Strahlen. Und von daher denke ich, einmal ist so, macht die Ökumene mir selber deshalb Spaß, weil es eben kirchenpolitisch so wichtig ist. Ja? Und das ist ganz klar. Und das andere ist, dies einfach so die Begegnung mit anderen, die auch aus einer anderen Tradition kommen, das heißt ja auch aus einer anderen Denkform. Und das ist spannend, da muss man sich nochmal neu befragen lassen, was glaube ich denn eigentlich selber und wie sieht denn das so mit Taufe und Heiligen Geist bei euch aus und sowas. Und das bringt doch auch alle voran, die sich da interessiert sind. Und zum Schluss muss man ja eben sagen, unsere Brautpaare, die heiraten und gucken nicht so unbedingt gleich nach der Kirchenmitgliedschaft, bevor sie sich verlieben. Ne? Ich weiß nicht, ob das anderswo anders ist, aber das kann ich schon so beobachten. Oder Gräser, Eiszeit im Saarland, bei der Ökumene. Sie lesen auch Zeitungen, werden das, bekommen das mit. Wie kalt ist es im Saarland in Sachen Ökumene? Also ich muss sagen, ich komme ja aus dem Hasenhüttelland, dem Saarland. Und wer Hasenhüttel kennt, ist ja auch eine Person aus dem katholischen Zweig, der ja auch versucht hat, diese Eiszeit zu unterbrechen. Was daraus geworden ist, das weiß man, es ist schwierig. Aber das ist der katholische Pfarrer, der teilgenommen hat am Ökumenischen Kirchentag und dort auch genau, das Abendmahl ausgegeben hat. Dafür exkommuniziert wurde genau. Von dem jetzigen Erzbischof hier in München, der vorher in Trier gewesen genau, ist. Genau. So, wir selbst haben ja auch eine Geschichte hinsichtlich Ökumene. Und zwar hat das ja schon im Jahre 1995 begonnen. 5 Jahre später hat also der damalige Leiter der Neuapostolischen Kirche, Richard Fehr, zu einem Konzil eingeladen, und zwar 2000, 2001, mit diesem Bestreben, unterschiedliche apostolische Richtungen an einen Tisch zu bekommen, um da auch versuchen zu wollen, ist eine gemeinsame Zukunft möglich. Man hat dort ein Kommuniqué gefasst,
Und auf dieser Basis wollte man weiterarbeiten. Leider ist das gescheitert, sodass wir in die bilateralen Gesprächsebene zurückgegangen sind im Saarland. Und ich muss also sagen, seit Juli 2003 treffen wir uns also mit der Leitung in Frankfurt und in Saarbrücken. Mit dem Bestreben auszuarbeiten, inwieweit es möglich ist, mit diesen beiden Gemeinschaften nicht nur ideologisch, sondern auch praktisch zusammenzuarbeiten. Jetzt sind wir schon auf der, ich sag mal, apostolisch, neuapostolischen Ökumene. Die Frage ging ja auch eher in Richtung Ökumene Eiszeit auf der Überreg. Aber gut, wenn wir bei dem Thema gerade sind, machen wir gerade das fertig, dann haben wir diesen Part dann auch schon erledigt. Die Apostolische Gemeinde des Saarlandes nimmt seit einiger Zeit an den Gottesdiensten der Neuapostolischen Kirche teil und nimmt dort am Abendmahl teil. Ja. Wie kam es dazu und warum? Ich meine, das ist ja doch ein Bedürfnis. Pastor Strauß hat das ja angesprochen gerade. Ich muss also sagen, die gemeinsame Mahlfeier ist ja auch durchaus ein Thema hier am Kirchentag, sehr umstritten. Heute Abend wird ja die orthodoxe Vesper hier stattfinden, die kein Ersatz für ein Abendmahl in diesem Sinne sein soll, wie auch die Generalsekretärin nochmal betont hat. Aber warum war das auf dieser, ist ja doch ein sehr, sehr weiter Schritt, wenn eine kleine Gemeinschaft zur Mutterkirche in gewisser Weise zurückkehrt und dort das Abendmahl in Anspruch nimmt. Dazu muss ich natürlich sagen, dass der damalige zuständige Bezirksapostel Hagen-Wendt, der die Sache damals auf der bilateralen Ebene aufgenommen hat, hat also eine Entschuldung für die Vergangenheit ausgesprochen und gleichzeitig uns gebeten oder die Türen, wie man sagt, geöffnet, für die Gottesdienste zu besuchen. Wir selbst, von unserer Historie her, legen Wert darauf, dass wir die Selbstständigkeit behalten, aber sehen darüber hinaus eine Notwendigkeit, dass wir nicht nur im apostolischen Bereich, sondern überhaupt im christlichen Bereich auf eine Ökumene hinarbeitet. Das ist auch ein Satzungsinhalt von unserer Gemeinschaft, nicht nur historisch-kritische Bibelarbeit zu betreiben, sondern uns auch an der Ökumene und ökumenischen Bestrebungen zu beteiligen. Was hat sich da denn in der Zeit getan? Wir haben dann also unseren Mitgliedern überlassen, an diesen Gottesdiensten teilzunehmen. Wir haben sie beschränkt auf zweimal im Monat. Ansonsten sind wir bei unserer Kirche, die seit 1951 existiert. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das auch akzeptiert wird von unseren Mitgliedern, weil beidseits also der Wunsch herrscht, dass also ein Zusammengehen besser ist als ein trennendes Element. Es gibt noch eine weitere Komponente. Sie haben auf der einen Seite Kontakt zur Mutterkirche bekommen, aber auch Kontakt zu einer italienischen Gemeinde, die ihre Kirche in Völklingen nutzt. Da wir ein eigenes Gebäude in Völklingen seit 1960 haben, hat sich dann irgendwann in der Vergangenheit eine italienisch-evangelische Freikirche an uns gewandt und gefragt, ob wir ihnen teilweise unsere kirchlichen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können zum Abhalten ihrer Gottesdienste. Dem haben wir zugestimmt. Und seither sind die also in Teilen unseres Gebäudes mit ihrer Kirche zugange. Das heißt also mit etwa 60 bis 70 Mitgliedern, hauptsächlich Jugendlichen, die sehr musikalisch und instrumental ausgerichtet sind, eine sehr gute Belebung, und wir versuchen dann hin und wieder gemeinsame Gottesdienste auszurichten, einmal unter der Leitung unsererseits und einmal unter der Leitung des Pastors aus dieser Freikirche. Da beteiligen sich denn auch beide Gemeinden am Gottesdienst? Das ist also dann schon ein ökumenischer? Wir haben dann das so gemacht, dass also, wenn wir das jetzt tun, ich sage es mal jetzt mit unserem apostolischen Jargon, dient dieser Pfarrer mit. Wir lassen natürlich das Abendmahl außen vor, weil die italienische Freikirche, das muss man sehen, ein Abendmahlsverständnis hat. Das ist jetzt nicht so gerade deckungsgleich mit der normalen protestantischen Abendmahlsfeier, weil die reichen noch Brot, also Fladenbrot und Wein.
Das ist für uns nicht so gegeben. Und um da irgendwas nicht unbedingt jetzt zum Streitgegenstand zu machen oder als Hindernis aufkommen zu lassen, sind wir also sehr moderaten entgegengekommen. Also wir halten fest, im Saarland scheint es dann doch zumindest in Völklingen nicht so eisekalt zu sein, wie es vielleicht in den Zeitungen steht. Kommen wir nach Bayern, Dieter Wollscheid. Seit einigen Jahren, vielleicht nochmal die genaue Jahreszeit, seit wann ist die Apostolische Gemeinschaft Mitglied, Gastmitglied im ACK Bayern bzw. die Gemeinde in Nürnberg? Wie sieht es da aus? Stillstand, Eiszeit in der Ökumene, was haben Sie erlebt? Wie kam es dazu, dass die Apostolische Gemeinschaft Mitglied der ACK wurde, sowohl örtlich als auch im Landesverband? Ja, also fangen wir erstmal mit den Jahreszahlen an, die ich jetzt auch nicht ganz genau präsent habe, aber grob sind wir etwas über 10 Jahre in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nürnberg, in der Stadt ACK, vertreten. Etwa 5 Jahre als Vollmitglied, davor zunächst einmal die klassische Phase als Gastmitglied. Die zweite Sache ist die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bayern, eigentlich die nächste Stufe dann. Die folgte danach, es sind etwa 5 Jahre, dass wir beantragt haben, dort den Gastmitgliedschaftsstatus zu bekommen. Und wir haben diesen Status, ja, also eigentlich reicht die Gastmitgliedschaft in den meisten Fällen aus, also für das, was man so benötigt. Aber nichtsdestotrotz haben wir inzwischen bei der Bayerischen ACK angeregt, dass wir also Vollmitglied werden müssen und werden sollten. Wie kam das dazu? Wie haben die einzelnen Gremien reagiert, als Sie gesagt haben, mein Name ist Dieter Wollscheid, ich würde ganz gerne in der ACK mit, oder war es andersrum, wurde man gefragt? Es ist einfach so gewesen bei den ersten Kontaktaufnahmen, das war also die ACK in Nürnberg, da haben wir uns an den Geschäftsführer gewandt, haben uns zunächst mal vorgestellt, weil üblicherweise kennt man uns nicht. Da habe ich mich dran gewöhnt, dass also wenn ich mit jemandem rede, erstmal genauer erläutern muss, wo wir herkommen. Die haben Sie wo verortet? Das weiß ich nicht, wo die mich verortet haben. Aber also der Bezug selbst auch zur Neubistrischen Kirche war jetzt auch nicht sofort irgendwie für die jetzt vorhanden. Nee, also ich habe den zunächst mal erläutert. Also wenn ich es erklären will, ist einfach, ist die einfachste Variante, wenn sich Leute in der Kirche auskennen, dass ich das mit einem Dreisatz sage. Wir sind in Bezug auf die Neuapostolische Kirche das, was die Altkatholiken in Bezug auf die römisch-katholische Kirche sind. Also da gibt es eine Menge Analogien, die funktionieren. Und das, wenn man es ganz schnell sagen will, dann kann man es auf diese Tour sagen. Wenn man es genauer erläutert, muss man natürlich noch ein bisschen mehr dazu sagen. In den vergangenen Jahren, was hat sich da getan in den einzelnen Gemeinden? Hat man da regelmäßig getagt? Ist es unregelmäßig? Es gibt ja ACK-Gemeinden, die sich zweimal im Jahr treffen, sich gewisse Termine nehmen und dann mehr oder weniger engagiert dann gewisse Termine dann wahrnehmen. Aber man hört, dass der ACK Bayern bzw. die ACK in Nürnberg doch eine sehr, sehr engagierte und aktive. Ja, also die Stadt ACK in Nürnberg ist eine Organisation, die relativ viel tut für eine Stadt ACK, wenn ich es mit anderen vergleiche. Also es gibt zum Beispiel ein Gremium einer theologischen Kommission, was relativ selten woanders anzutreffen ist, also eine Arbeitskommission. Daneben einen ökumenischen Ausschuss, der das Leitungsgremium dieser Organisation ist, und ein Forum, die also einfach das versuchen, das Ganze auf Multiplikatoren der Ökumene in den diversen Kirchengemeinden weiterzutragen. Die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen in Bayern hat natürlich auch einiges an Aktivitäten. Ein neues, schönes Ergebnis der ganzen Sache ist der Ökumene-Führerschein. Kann ich also nur empfehlen. Für 4 Euro ist diese DVD beim Stand der ACK Bayern zu erstehen. Ganz kurz mal erklären. Ich war gestern Abend in der Philosophischen Hochschule gewesen. Eines dieser Projekte war eben der Ökumene-Führerschein, eins von 5 Projekten, die ausgewählt worden sind, von 87 deutschen Projekten, die eingereicht worden sind für diesen Wettbewerb. Und einer von diesen 5 waren eben der Ökumene-Führerschein. Leider hat er nicht den ersten Preis gewonnen. Ich weiß nicht, ob es an der Präsentation gelegen hat. Letztendlich hatte den Ökumene-Preis dann eine, insgesamt 3 Gemeinden gewonnen, 2 katholische und 1 evangelische, die eine gemeinsame Kirchenzeitung herausgegeben haben. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Ökumene-Führerschein. Und ja, welche Projekte sonst noch in den Also kurz zum Ökumene-Führerschein, das ist so eine Multimedia-Anwendung, die eine ganze Menge erläutert, wie
unterschiedliche Kirchen sind, mit Videoclips, wo Jugendliche ihr persönliches Zeugnis geben, wo Gottesdienst gezeigt wird, verschiedene Abläufe. Es sind nicht alle Kirchen vertreten in dieser Anwendung, aber etliche Orthodoxe und also Freikirchen sind mit dabei. Also ich glaube, sind ja vielleicht 7 Kirchen herausgenommen worden. Das muss man sich dann wie so ein Wahl-O-Mat vorstellen. Man gibt was ein und unten kommt dann raus, sie sollten eigentlich sich dieser Gemeinschaft anschließen. Nein, das ist nicht wie ein Wahl-O-Mat, sondern das ist eher wie ein Multimedia-Bibelquiz mit Unterstützung von Hintergrundmaterial. Am Schluss klickt man sich durch Abfragen und muss dann Wissen bestätigen und man kriegt die Punktzahl dann. Und ich warne also, das gleich sofort zu machen, weil normalerweise braucht man schon einiges an Know-how, um da gute Punktzahl zu kriegen. Also die Moderatorin, die gestern diese Veranstaltung moderiert hat, die war offenkundig in enger Zusammenarbeit mit der Generalsekretärin des Ökumenischen Kirchentages, die sagte, sie müsse sich auf jeden Fall nochmal näher mit den Methodisten befassen. Sie hat das nämlich schon mal durchprobiert und hat gesagt, da muss ich noch was tun. Und das war offenkundig eine Theologin auch gewesen. Also selbst da ist absolut gewinnbringend. Selbst Theologen wissen manchmal recht wenig über andere Konfessionen. Wir waren im Saarland. Wir kommen nach Niedersachsen, nach Gehrden. Ich darf gerade mal ein praktisches Beispiel. Der Ökumene in Gehrden, der kleinen Gemeinde in der Nähe von Hannover, zum Besten geben. Christoph Paschek, der katholische Pfarrer, sollte heute eigentlich hier sein, ist leider erkrankt. Er hat eine SMS dem Thomas gerade geschickt. Lieber Thomas, dir, Friedrich und euch allen ein gutes Gespräch. Gottes Heiliger Geist und sein Segen sei bei euch. Liebe Grüße vom Christoph. Also das ist Ökumene live, quasi von einer Minute auf die anderen. Thomas Sperling, kurze Frage. Wie hat sich das denn überhaupt entwickelt? Es gibt verschiedene Gesprächskreise, es gibt Bibelarbeit. Wie hat sich das denn entwickelt da in Gehrden? Also entwickelt hat sich der ökumenische Gedanke in Gehrden von einem Mitglied der katholischen Kirche, der leider nicht mehr lebt, und zwar Heinrich Bergefeld, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Gehrden, Studienrat des Gymnasiums und mit unheimlich vielen Aktivitäten in der katholischen Kirche belegt und schon immer jemand, der den Gedanken der Ökumene in sich trug. Die erste Intention war, die Ökumene zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche zu fördern. Nun haben wir das Glück, dass als neubischulische Gemeinde wir also auch in der politischen Gemeinde ganz gut anerkannt sind. Wir also auch zu offiziellen Feiern, sei es zur Gedenkfeier der Opfer des Zweiten Weltkrieges, zum Neujahrsempfang der Stadt Gehrden eingeladen werden. Und aus dieser Funktion heraus wechselten Herr Bergefeld und ich immer mal ein paar Worte. Wir hatten ein offenes, schönes Verhältnis miteinander. Wir trafen uns auch öfter mal in der Stadt, sprachen. Und irgendwann kam der zündende Funke und sagte, Mensch, wir haben hier einen ökumenischen Arbeitskreis, warum sind Sie eigentlich nicht dabei? Keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass es so einen Kreis überhaupt gibt. Naja, und dann kam der Stein ins Rollen, er nahm dann diesen Impuls auf und ich glaube, in eurer nächsten Arbeitskreissitzung sagt der Mensch, hier ist noch einer, der müsste eigentlich dabei sein. Das Ganze ist jetzt 2,5 Jahre ungefähr her. Und dann wurde ich zu der ersten Sitzung im Januar des Jahres, das muss so 2007 gewesen sein, wurde ich eingeladen. Und natürlich dann auch mit dem Merkmal, nun stell doch erstmal dich und deine Gemeinde vor. Bevor die Vorstellung kam, was hat denn, sag ich mal, den ökumenischen Arbeitskreis da geritten, da zu fragen, warum seid ihr eigentlich nicht dabei? Hat man sich da großartig vorher mit beschäftigt oder war das, ich sag mal, eine reine Herzensentscheidung gewesen, zu sagen, die fragen wir jetzt einfach mal. Hat man sich da großartig Gedanken drüber gemacht, beauftragt, befragt, Institutionen befragt? Wie kam das eigentlich? Nein, das war eher das große Staunen. Die Neuapostolischen liegen vor unserer Tür und wir haben sie noch nicht eingeladen und noch gar nicht. Wir fahren ja in ihrer Kirche immer vorbei und wenn wir vom Griechen Restaurant kommen, fahren wir da einen Berg runter und haben die Kirche da liegen. Und wir haben die noch gar nicht eingeladen. Was ist denn das eigentlich? Schande über uns.
Und ja, und dann ist der Thomas dann auch gekommen und hat sich vorgestellt. Und wir haben dann nicht die großen Fragen gleich gehabt. Also wie ist das nun mit dem Apostelamt bei euch und der biblischen Begründung? Und wie ist das nun mit der Taufe und dem Sakrament des Heiligen Geistes bei euch? Und ist das alles richtig? Sondern wir haben gefragt, wie viele Leute seid ihr denn? Vor allen Dingen so die Laien oder die Nichtstudierten bei uns. Die haben sich dann, wie macht ihr das mit Kindergottesdienst? Und wir waren eigentlich sofort auch bei den praktischen Fragen. Und daraus hat sich dann eigentlich ganz gut was entwickelt, muss ich schon sagen. Aber es war mehr so das Erstaunen, da sind ja welche, die glauben auch an Christus und wir haben sie noch nicht wahrgenommen. Also 2007 ging das Ganze dann los und dann sind welche Projekte durchgeführt worden. Also man hat sich dann vorgestellt, man hat die Lehre vorgestellt und dann war ja die Frage, eine Aufnahme an sich, das ist ja kein Kreis, wo jetzt wie eine ACK, wo es eine Satzung gibt, nehme ich mal an, sondern ein ganz lockerer ökumenischer Arbeitskreis, wo eben gearbeitet und Ökumene gemacht wird. Ja, so ist das, ne? Das wird eben schon lange Zeit gemacht und der Christoph hat dann eben mitgemacht, so. Ne, der Thomas hat mitgemacht, Christoph sowieso. Und was wir eben schon hatten, das war eben ein regelmäßiger Gottesdienstaustausch, dass wir an den Tagen, wo es möglich ist, wo die Katholiken, römisch-Katholiken, katholisch bin ich ja selber, die Römer also keine Gottesdienstpflicht haben, das ist also Pfingstmontag und dann haben wir noch einen Neujahrsgottesdienst und zwischendurch haben wir die beiden, ne? Da war das bislang eben eine bilaterale Ökumene und jetzt ist es multilateral oder trilateral. Also der Thomas erscheint dann eben auch ohne Talar und ohne Albe, ganz normal und hält dann da auch eine Predigt. Und ja, das ist also das eine. Das andere ist, wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass es keine Ökumene des Gottesdienstes bleibt, sondern wir haben eine Unterstützung angefangen, einer Werkstatt, einer Schule für körperbehinderte Kinder in Simbabwe. Und wenn Sie das hören, dann wissen Sie schon, das ist eine spannende Geschichte, ne? Und wie wir unsere Gelder dahin kriegen, dass die vor Ort dann die Lehrer bezahlen können und das Essen und die Nahrung für die Schüler, das darf ich Ihnen gar nicht verraten. Das ist schon abenteuerlich. Aber das haben wir hingekriegt und wir haben dann gesagt, wir brauchen auch noch ein bisschen was näher ran ist für diejenigen, die mit Afrika nicht so viel am Hut haben, die aber auch sehen, dass wir in Deutschland eine Verantwortung haben. Und wir haben dann lange Jahre ein Kinderhospiz unterstützt. Das ist bei uns oben im Norden, in Sieke. Da liegen also Kinder und werden betreut auf der letzten Straße ihres Lebens. Das haben wir gesagt, das ist auch unsere Aufgabe. So, und jetzt ist daneben so unser Ziel, nach Möglichkeit nochmal deutlich zu machen, hier in unserer Stadt Gehrden, da leben Christinnen und Christen und die haben was zu sagen. Und wir wollen also nicht untergehen, sondern also eher offensiv rangehen und was tun. Was haben wir gemacht? Wir haben entwickelt den Gedanken, dass eine Abendspeisung stattfinden soll, die Tafel. Das sind also die Kirchengemeinden zur Stadt gegangen und haben gesagt, hier, es gibt hier viele Arme in der Stadt und wir möchten eigentlich, dass sie wenigstens eine vernünftige und preiswerte Mahlzeit haben und vor allen Dingen sollen die auch an einem Tisch sitzen und miteinander reden. Und dann hat die Stadt gesagt, jawohl, ist eine gute Sache, hat das Rote Kreuz verpflichtet, da mitzumachen und das ist jetzt also eine Viererkoalition und jeden Donnerstag gibt es diese Armenspeisung. Wir nennen das Tafel, weil Armenspeisung ist schon wieder so ein bisschen diskriminierend. Aber, und das ist auch ganz gut, wir sind da ab und zu mal hingegangen und haben uns mit den Leuten unterhalten, macht Spaß. Was noch nicht so sich richtig eingebürgert hat in dieser Gruppe, ist, dass man vorher noch auch in die Kirche gehen könnte zu einer kleinen Andacht. Also das ist noch mehr so eine diakonische Sache, aber wir sind guter Hoffnung, dass man erstmal zur Andacht gehen könnte und dann zum Essen. Das ist ja nun mal auch unser Denkanstoß, den wir da immer wieder rein. Sie würden schon sagen, dass da gemeinsame Gottesdienste stattgefunden haben. Ja, natürlich. Aber ich meine, das ist ja eben, was ist Gottesdienst? Ja, das andere ist ja genauso Gottesdienst wie das, was wir in der Kirche machen, wenn wir singen und beten. Ich frage deshalb genau nach, weil eine kurze Frage an Thomas Sperling noch. Die Novestische Kirche hat ja Ausführungen. Wir haben ja eine lange Zeit. Es gibt die Projektgruppe Ökumene, Apostel Kühne wird ja auch morgen hier am Stand sein.
Die Frage ist ja, Teilnahme an einem Gottesdienst, ja oder nein? Also laut den Richtlinien heißt es ja Gottesdienst, aber ohne Segenshandlung. Jetzt wird am Schluss eines Gottesdienstes in der Regel gesegnet. Wie hat die Kirchenleitung da damals reagiert? Oder haben Sie die gar nicht gefragt? Also in unserem Fall finden die Gottesdienste nach der katholischen Festverordnung statt. Und ich habe das hier auch mal mitgebracht, wie das eigentlich aussieht. Da gibt es die Elemente des Gebetes, des Gesangs, der Lesung und der Wortauslegung, sprich der Predigt. Und wir haben natürlich dann auch das Element der Fürbitten. Und am Ende gibt es auch Gebet und Segen, wobei es eben unterschiedlich ist. Wir haben den aaronitischen oder auch den politischen Segen an der Stelle, der gespendet wird, an die Gemeinde. Und die Gemeinde setzt sich eben zusammen aus den Christen der drei Konfessionen aus unserer Stadt. Und wir feiern aus unserem neuapostolischen Verständnis heraus, hat es das Element einer Andacht. Und genauso sehen es auch die katholischen und die evangelischen Christen an der Stelle und feiern einfach mit uns Gemeinschaft in einer Andacht nach der Festverordnung der katholischen Kirche. Aber wir können schon festhalten, als Überschrift steht drüber ökumenischer Pfingstgottesdienst, Gebet und Segen, Pfarrer Paschek, / alle. Also letztendlich hat die Gemeinde dort in die Basis im Prinzip ein Signal gesetzt, vielleicht an die Projektgruppe dort sich mal darüber Gedanken zu machen, ob das noch praktikabel ist, was dort an der Richtlinie ausgegeben wird, oder? Also dieses Pfarrer Paschek, / alle heißt, dass wir alle drei gemeinsam den Segen gesprochen haben. Und es war den Mitgliedern freigestellt, welchem ihrer Pfarrer sie denn nun lauschten. Okay. Dieter Wollstein, Sie haben ja jetzt lange Zeit, einige Jahre lang da auch im ACK verschiedene Sachen das auch erlebt in der Gemeinde. Vielleicht kommen wir da nochmal in den Gemeinden. Wie kommt das in den Gemeinden eigentlich an? Was gibt es da so für ökumenische Projekte? Wie beteiligt sich die Gemeinde vor Ort? Und gibt es da auch gemeinsame Gottesdienste? Dürfte bei Ihnen ja gang und gäbe sein, denke ich. Ja, also zunächst einmal, das, worüber ich berichtet habe, ist die Ökumene der Konfessionen, also in unserer Sprache der Kirchenabteilungen. Die Gemeinde ist in solche gemeinsamen Aktionen vertreten, indem sich einzelne Gemeindemitglieder mit zu ökumenischen Gottesdiensten begeben. Ökumene hat ja natürlich auch nicht nur die Mühe mit den verschiedenen Traditionen, sondern auch ganz praktisch mit unterschiedlichen Gemeindegrößen. Also wir in Nürnberg sind eine ganz kleine Diaspora-Gemeinde. Wir haben zur Größenordnung etwa 20 Gottesdienstbesucher üblicherweise beim Abendmahl an einem Sonntag. Es gibt innerhalb der Kirchen jetzt welche, die mittlere Größe haben, also etwa die Methodisten oder Baptisten und die beiden Lokalmatadore. Aber das zusammenzuführen ist natürlich auch schwierig. Also was für mich ein Punkt ist, ist, dass die Gemeinde die ganze Aktivität unterstützt. Es ist zum Beispiel auch passiert, dass also jemand aus den Gremien zu uns in die Kirche gekommen ist und mit der Gemeinde geredet hat nachher beim Kirchencafé und mal abgecheckt hat, ob da nicht ein ökumenbeflissener Dieter Wollscheid sein eigenes Projekt macht, sondern dass die Gemeinde auch hinter dieser Sache mit dahinter steht. Also Ökumene kein rotes Tuch? In der Gemeinde nein. Was für uns sicherlich ein rotes Tuch wäre, ist das Thema Rückkehrökumene zur neuapostolischen Kirche. Also das, was hier im Saarland passiert, könnte ich also meinen Leuten überhaupt nicht vermitteln. Also unser Ökumene-Modell ist sicherlich dasjenige der versöhnten Verschiedenheit, dass man Gemeinschaft mit den anderen hat, dass man aber in der eigenen Tradition zunächst einmal bleibt. Also wir haben nicht vor, unsere Gemeinden abzuwickeln. Wir suchen den Weg für unsere Gemeinde in dieser spannenden und ganz schwierigen Zeit, versuchen die Begabung der Leute wirklich wirken zu lassen. Und da ist diese Öffnung nach außen ist ein ganz wesentlicher Baustein auch im Rahmen unserer Gemeindeentwicklung. Also Öffnung nach außen, Ökumene der Herzen, ganz gelebt, ganz praxisnah in Nürnberg. Kurze Frage nach Gerden nochmal. Müssen die Gemeinden eigentlich Angst vor Profilverlust haben? Wie nimmt man eigentlich kritische Gemeindemitglieder, sofern es sie denn in euren Gemeinden gibt, wie nimmt man die kritischen Gemeindemitglieder, und zwar die ökumenisch-kritischen meine ich jetzt, mit, wenn sie denn da sind? Vielleicht halten sich ja ganz still zurück und melden sich ja überhaupt gar nicht. Wie nimmt man die auf dem Weg zur Ökumene mit? Stichwort nochmal in den Gemeinden die Frage, rotes Tuch oder sinnvoller Dialog?
Wie ist da so das Feedback in der Gemeinde? Ist das jetzt so, wie der Dieter Wolschert sagt, dass da jemand zum ACK kommt, sagt, okay, der ist jetzt hier gerade so ökumenisch drauf und dann gucken die nochmal nach und fragen nochmal, ist das überhaupt, stimmt das an der Basis? Wie ist das jetzt in Gehrden gewesen? Sagen die auch, der Thomas Sperling ist ein guter Kerl, der engagiert sich hier in die ganze Sache. Wie sieht es in der Gemeinde an der Basis aus? Kann man die mitnehmen? Nimmt man die mit? Oder gibt es da auch welche, die sagen, was machst du da? Also ich zögere deshalb ein bisschen, weil ich gerade versuche, aus der Erinnerung nochmal so zurückzurufen in den letzten Jahren, was so an Rückmeldungen eigentlich immer kam. Es gibt eine ganze Reihe, die da sehr interessiert betrachten, die auch freudig mit dabei sind, wobei mittlerweile dieser Funke auch über unsere Gemeinde hinausgeht. Das heißt, wenn wir ökumenische Gottesdienste machen, sind nicht nur Mitglieder der Gemeinde Gehrden da, sondern auch Mitglieder anderer Gemeinden, die also schon in den Stadtrand hineingehen, die einfach mal neugierig hineinschnuppern und sagen, Mensch, was passiert denn da eigentlich? Was machen die da eigentlich? Und Intention des Ganzen auch meinerseits war eigentlich, die Scheu oder auch Barrieren einfach abzubauen, dass wir vorbehaltlos miteinander umgehen zu können. Wobei es nicht das Thema ist, gegenseitig auf Mitgliederpfand zu gehen, sondern die Verschiedenartigkeit zu wahren und im christlichen Miteinander umzugehen. Und es gibt natürlich auch aus uns die ein und andere Stimme, die sagt, ja, wo ist unser Profil an der Stelle? Und das ist für mich immer eine Steilvorlage für die Seelsorge, dann eben mit demjenigen in Dialog zu treten, ihn zu fragen, was bewegt ihn, wo genau klemmt es. Oftmals sind es althergebrachte Muster, die es einfach auch gilt, ab und zu nochmal wieder neu abzugleichen und nochmal zu gucken, sind sie noch stimmig mit dem Bild, was wir heute eigentlich haben. Und es ist also niemand, der jetzt unter Protestrufen die Gemeinde verlassen hat oder mir sofort seine, das haben wir ja gar nicht, so eine Mitgliedskarte aus dem Tisch knallt und sagt, wenn du so einen Blödsinn machst, dann bin ich raus aus der Nummer. Sowas gibt es einfach nicht, sondern es wird eher wirklich interessiert betrachtet und es ist ja auch unsere Intention vom ökumenischen Arbeitskreis. Einer unserer Mitglieder hat diesen Begriff so schön geprägt, Mission nach innen. Das heißt, wir wollen in der Stadt, in der wir leben, als Christen wahrgenommen werden und ein Zeichen setzen gegen die immer mehr säkularisierende Gesellschaft. Das ist eigentlich auch unsere Motivation, wo wir auch das gemeinsame Vielfache als christliche Kirchen immer wieder finden, dass wir sagen, lasst uns doch unseren Glauben, den wir haben, an Jesus Christus, den Heiland und Erlöser, den wir alle anerkennen, nach draußen tragen und den einen und anderen, der vielleicht noch nicht diesen Impuls aufgenommen hat, mitnehmen und sagen, komm und sieh. Dann gebe ich gleich nochmal einfach weiter. Also bei uns, oder ich habe das auch einmal anders erlebt, an einer Stelle. Und zwar feiern wir ja nun, wie bekannt ist, immer den Reformationstag. Und wir haben das immer zu dritt im Pexel gefeiert. Natürlich evangelische Gemeinden untereinander. Und dann war ich dran gewesen und für das nächste Mal hat ein evangelischer Kollege nicht gekonnt und dann saßen wir da, was machst du? Dann habe ich ganz einfach den Christoph Paschik als Römer gebeten, nun am lutherischen Reformationstag zu predigen. In der evangelischen Kirche. Das war super. Er hat auch noch Gemeindemitglieder mitgebracht. Und dann stand in unserem nächsten Gemeindebrief, das macht unsere Redaktion, das ist ein offenes Diskussionsforum drin. Also sowas, was dem Strauß einfällt, da jetzt den römischen Kollegen da einzuladen. Er wäre zu Hause geblieben und hätte Luthers Schrift über die Gefangenschaft der Kirche gelesen. Das wäre für ihn Reformationstag gewesen. Also diese Leute gibt es auch. Das ist ganz klar. Aber ich denke, dass wir, also wie gesagt, wir haben unsere Brautpaare, die ökumenisch geheiratet haben. Für die ist das ganz wichtig. Und dann ist es ja auch so, die Gemeinde kriegt das mit, wenn sich da Geistliche sind für alle, also irgendwie diese Pastorenschaft, Pfarrerschaft, Evangelistenschaft, wenn wir uns gut verstehen, die kriegen das mit und da kommt dann eben jemand und sagt, hier Friedrich, können wir nicht mal einen ökumenischen Kirchenchor gründen? Haben wir gegründet. Nicht, weil wir das ausgedacht haben, sondern weil einfach Leute merken, da stimmt es und das macht dann auch Freude. Ich möchte nochmal ein Wort aufgreifen von der Abwerbungsökumene, die Dieter Bolschert gerade nochmal eingeführt hat und da hat hier einer links schon gezuckt. Hat denn die Apostolische Gemeinde des Saarlandes irgendwie Angst, von der Mutter vereinnahmt zu werden? Nein, das wird also durchgängig erkennbar und das wird auch artikuliert, dass hier keine Abwartepolitik betrieben wird. Irgendwann, ja, kommen sie eh. Ja.
Gut, es gibt ja Stellungnahmen vom Stammapostel Fehr, der gesagt hat, zurück zur Mutter. Zurück, kommt zurück zur Mutterkirche. Das ja, war gut, eine ganz klare Ansage. Das ist ja eine Ansage an alle apostolische Gemeinschaft, also nicht nur an die AGDS. Das hat man dann als Brüskierung aufgefasst oder hat man darüber dann milde irgendwie... Nö, man muss bei dieser Geschichte Ökumene muss man irgendwo großzügig sein. Als wir im Jahre 2006 dieses Modus Vivendi gefunden haben, zweimal in die Neuapostolische Kirche zu gehen, dann hat man etwa zwei Jahre später mir mal gesagt, ein amtierender Amtsträger dort, ich muss Ihnen heute eine innere Abbitte leisten. Als Sie gekommen sind, habe ich mich persönlich gefragt, was wollen die? Wollen die ein Störfaktor sein bei uns? Aber heute muss ich sagen, es war für uns und ist für uns eine Bereicherung. Das heißt, alles braucht seine Zeit. Wir haben dann auch versucht, Dinge mal gemeinsam auf den Weg zu bringen. Das heißt also, es hat sich im Jahre 2008 eine Hochzeit aufgetan in der Schweiz. Da wir dort nicht vertreten sind, hat uns die Neuapostolische Kirche in der Schweiz in Murten ihr Gebäude zur Verfügung gestellt, ihre Kirche, mit der gesamten Infrastruktur dort. Und das war für uns schon weitaus besser, als irgendwo dort eine Notlösung zu finden. Andererseits haben wir im Jahre 2009 bei uns in der Kirche eine Diamanten-Hochzeit gehabt. Dort ist es uns gelungen, dass wir einen gemeinsamen Chor aufstellen konnten aus Mitgliedern des Chors der VAG, der AGDS und der Neuapostolischen Kirche. Ich möchte nochmal zum Schluss eine Runde nehmen, nachdem die Römer heute so ein bisschen, zwar per SMS, vertreten waren, habe ich nochmal gedacht, was könntest du denn so als Mitbringsel nochmal einführen? Da bin ich hängen geblieben an Papst Benedikt, der im März diesen Jahres in der evangelischen Gemeinde in Rom gewesen ist, und zwar in der evangelisch-lutherischen Gemeinde. Und der hat sich zum Thema Trennungen der Kirchen geäußert. Und das möchte ich nochmal in die Runde geben. Papst Benedikt XVI. Ruft eindringlich zu neuen Anstrengungen in der Ökumene auf. Bei seinem Besuch in der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde in Rom am Sonntagabend, das war am 14.03., sagte er, dass die konfessionelle Trennung den Christen innerlich unruhig mache, so der Papst. Dass wir Christen, so jetzt das Zitat, dass wir Christen durch den geteilten Weg das Zeugnis für Christus verdunkeln, dass wir nicht den gleichen Kelch trinken können, nicht am gleichen Altar stehen, muss uns mit Trauer erfüllen. Wir haben hier vorne eine große Grafik, wo alleine die apostolische Richtung mal dargestellt wird, wie viele Trennungen es allein in der apostolischen Bewegung gegeben hat. Muss oder müssen diese Trennungen nicht auch uns traurig machen und schmerzvoll sein? Vielleicht gerade nochmal die Schlussrunde. Ja, wer also die Geschichte von Albury im Hintergrund hat, für den ist ein solches radikales Eintreten für die Einheit der Kirche eigentlich eine völlige Selbstverständlichkeit. Für uns war diese Renaissance des katholisch-apostolischen eine ganz wichtige Sache. Und das bringt so viel in Bewegung, bringt auch riesig viel Freude. Also ein Punkt ist auch zu feiern, dass Gott dieses Projekt der Einheit der Kirche so weit vorantreibt und uns mitnimmt. Und darüber bin ich glücklich. Thomas Spelling, gerade nochmal auf die Frage Trauer über die Einheit. Ich habe jetzt gestern gehört, es war so eine Aussage von der vom Generalsekretariat, die Ökumene ist wie ein Marathonlauf. Man weiß nur nicht, wo man steht. Also auf der einen Seite jetzt traurig sein über die Trennungen, ja, denke ich mal, aber wo sind wir, auf welchem Weg sind wir? Also ich muss sagen, ich bin sehr traurig über die Trennungen und ich bin auch traurig über Trennungen, die sich nicht nur zu den anderen apostolischen Gemeinschaften ergeben, sondern bin natürlich auch sehr traurig zu Unterschieden, die wir eben auch haben in der eigenen Kirche, wenn man sich die Gebetskirchen anguckt, was mir da manchmal so entgegenweht, da muss ich schon sagen, was passiert da eigentlich? Schaut irgendwann jemand nochmal rein in das Evangelium, guckt sich nochmal an die Mission Jesu Christi, was hat er eigentlich gebracht, was wollte er eigentlich? Wollte er, dass wir uns in Grundsatzfragen verlieren, dass wir uns über einzelne Worte streiten? Nein, ich denke, dass christlich gelebte Miteinander, das ist die Mission und es macht mich einfach traurig, überall, wo das blockiert wird.
Traurig ja, aber wir haben ja Hoffnung. Damit ihr Hoffnung habt, lautet ja das Motto des Kirchentages, Bruder Gräser. Überwiegt die Hoffnung? Die Hoffnung ist ins Gelingen verliebt, so heißt es schon bei Bertolt Brecht. Und diese Hoffnung soll man also nicht verlieren. Ich muss also sagen, wir sind auf gutem Weg und mich umfängt manchmal ein heiliger Zorn, wenn ich also sehe, wie hier geteilt, gespalten, getrennt wird, statt dem Ruf Jesu Christi nach Einheit nachzukommen und alles daran zu legen, dass das in der Zukunft ein anderes wird. Ich möchte nur ein kleines Exemplar mal hier in die Runde legen. Das ist eine versöhnte Partnerschaft, eine Dokumentation über die Entwicklung der Partnerschaft mit der Apostolischen Gemeinde des Saarlandes und der NRK in Saarbrücken. Das hat also ein amtierender Amtsträger von... Gut, kommen wir jetzt gerade nochmal von dieser bilateralen Sache. Ich wollte jetzt gerade nochmal in der Schlussrunde nochmal auf die Hoffnung eingehen. Pastor Strauß, wie viel Hoffnung haben Sie und wie viel Hoffnung nehmen Sie von diesem Kirchentag jetzt mit? Nicht nur als Durchhalteparole, sondern so ist ja auch das Textwort angelegt, im Glauben an Jesus Christus. Ja, ne, also von daher ist das mit der Hoffnung für mich schon ziemlich klar. Was der Benedikt gesagt hat, das finde ich ganz furchtbar, das macht mich richtig zornig. Wenn er traurig ist über die Kirchenspaltung, dann soll er dafür was tun, dass das abgestimmt wird. Ja, und das kann er auch. Und diese Rumeierei, das ist nicht mein Ding. Und ich bin froh, dass ich erstmal als neuapostolischen Pastor die Gemeinde Gehrden habe. Da habe ich einen Gesprächspartner, mit dem kommen wir klar. Da fühle ich mich im Gottesdienst wohl. Das ist eine schöne Gemeinschaft. Und wenn man da nicht Hoffnung hat, dann wann denn sonst? Und mit den römisch-katholischen Christinnen und Christen ist das doch genauso. Da interessiert sich keiner dafür, ob wir nun evangelische Kirche sind oder evangelische kirchenähnliche Gemeinschaft oder sowas. Wir leben den Glauben zusammen und preisen an Jesus Christus. Und wenn wir da an der richtigen Quelle sind, dann ist das auch in Ordnung und dann läuft das auch. So soll es sein. Vielen Dank. Ich würde ganz gerne noch mal Feuer freigeben in die Runde. Hat noch jemand irgendwie was auf dem Herzen, was er jetzt ganz besonders gerne noch fragen möchte an die Pastorenrunde? So war sie ja angekündigt. Das ist etwas anders strukturiert worden, aber ich gebe einfach mal das Wort an die Runde weiter. Gibt es denn irgendwie Fragen und Anmerkungen? Alle überwältigt. Vielleicht mal, ich gebe gerade eine Frage. Ich würde mich interessieren, und zwar, wie läuft es bei Ihnen ab, bei Trauungen oder auch bei Beerdigungen, aber vor allem bei Trauungen, wenn ihr zwei von verschiedenen Konfessionen heiraten. Machen Sie dann einen gemeinsamen Traugottesdienst oder wie wird es in der Wirklichkeit praktiziert? Also neuapostolisch, lutherisch haben wir noch nicht gehabt. Was wir haben und oft haben, ist römisch-katholisch, lutherisch. Und dann machen wir das so, das Brautpaar entscheidet sich, in welcher Kirche es heiraten will oder getraut werden will. Und wenn es in der katholischen Kirche ist, in der römischen, dann machen wir das nach römischem Ritus. Und in der evangelischen, dann nach evangelischem Ritus. Und der Gast jeweils hält dann die Predigt. Ne? Und das ist jetzt also noch eine Spezialität. Für die römisch-katholischen ist ja die Ehe ein Sakrament. Aber das einzige Sakrament, das nicht der Priester spendet, sondern dass sich die Eheleute gegenseitig spenden. Das heißt, es kommt da gar nicht so sehr auf die Person des Pastoren, sage ich jetzt mal, an, sondern auf die beiden Brautleute. Und jetzt ist es aber so, wenn das in der evangelischen Kirche stattfindet, nach evangelischem Ritus ist es ja nicht nach katholischem Sakramentsordnung. Und dann sitzen die beiden also bei dem Kollegen und müssen ein langes Protokoll ausführen. Und ob sie freien Gewissens sind, und wenn die Braut schwanger ist, dann ist das schon ein Grund, die Trauung abzulegen, weil da vielleicht die Gewissensfreiheit eingeschränkt werden könnte. Das machen sie alles sehr genau. Das ist auch in Rom erfunden, die sind also da sehr juristisch. Und dann haben sie das Protokoll und dann geht das zum Bischof und der Bischof erteilt dann dem Brautpaar die Erlaubnis, ihre Ehe zu schließen, auch
nach einem anderen Ritus und es ist dann trotzdem gültig. Das gilt also auch nach römischem Verständnis, wäre das also auch möglich zwischen einer Muslimin und einem römisch-katholischen Christen oder was auch immer, Atheist und sowas. Aber das ist dann eben gültig und ist dann auch die sakramentale Einheit und damit sind die beiden verheiratet und fertig. In der Praxis ist das eine sehr schöne Sache und weil man eben dann wirklich auch so zwei Traditionen hat und auch sichtbar wird, dass jetzt wirklich zwei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichem Hintergrund in den Familien zusammenkommen und was Neues versuchen. Das ist sehr schön. Das stimme ich. Als ökumenischer Traupastor demnach dann noch nicht, als neuapostolischer ökumenischer Pastor noch nicht mal Einsatz gewesen? Nein, den Einsatz hat es bei uns in Gehrt noch nicht gegeben. Ich weiß aber von anderen Fällen aus einem anderen Bezirk, wo das also durchaus vorgekommen ist in unserer Gebietskirche. Und dann eben der neuapostolische und der evangelische oder Pfarrer, der adventistische, wie bei uns neulich in der Gemeinde. Genau, dann den Segen also gemeinsam spenden. Also das gibt es durchaus in unserer Kirche. Nur jetzt bei uns in der Ortsgemeinde ist das bislang noch nicht vorgekommen. Weil das noch nicht vorgekommen ist, dass gemeinsam gesegnet wird. Also ich kenne es durchaus, dass nur der neuapostolische Gemeindevorsteher dann gesegnet hat, aber der adventistische Pastor sich einmal so eine Co-Predigt gehalten hat. Wir hatten zwar Lobpreisband, das war sehr adventistisch und freikirchlich geprägt, dass selbst unser Apostel, der ja schon im Ruhestand ist und der eigentlich so mit moderner Musik vielleicht nicht so was mit anfangen konnte, nachher gesagt hat nach der zweiten Strophe, selbst da konnte ich mitsingen und hat dann da kräftig mit reingeschmettert. Also das war auch möglich. Weitere Fragen? Nur Mut, sage ich da nur. Anmerkung, dann danke ich ganz recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Pastor Strauß, noch ein Wort? Also nur noch eine kleine Schote so zum Amüsieren. Wir haben eine evangelische Familie gehabt, die hat einen katholischen Priester in der Verwandtschaft. Und dann haben wir dem katholischen Priester unsere evangelische Agenda gegeben. Und dann haben wir gesagt, da steht die Kirche und die Küsterin ist aufgeschlossen. Dann ist er da reingegangen und dann hat er nach evangelischem Ritus eine evangelische Taufe vollzogen. Das Kind ist natürlich evangelisch geworden. Kein Problem, nur der Bischof darf sich wissen. Okay, vielen Dank.